Wir müssen schnell helfen! Jemand versucht, Peach zu heiraten! Das können wir nicht zulassen! Heiratet woanders, klar, und versucht gar nicht erst durch die Hintertür reinzukommen. Die ist nämlich abgeschlossen. Hoffe ich mal. Hintertür? Wo kommen wir denn zur Hintertür? Von hier? Ist hier eine? Wo ist denn die Hintertür? Auf jeden Fall, willkommen zurück zu Super Mario RPG. Ich struggle gerade, die Hintertür zu finden. Wo könnte die denn sein? Oder wie könnte man da hinkommen? Hast du eine Idee, Kumpel? Ich bin der beste Fotograf weit und breit. Du hast auf ein Hochzeitsbild? Ich habe ein paar Typen gesehen, die hatten Kochmützen auf. Sind durch die Hintertür in die Trauhalle rein. Komische Sache. Durch die Hintertür, ja, aber... Wo ist denn die? Ich kann das ja auch gar nicht verschieben oder so. Ich habe leider auch keine Items. Oh. Oh. Gefunden. Gefunden. Wunderbar. Hallöchen. Oh. Hey, ein Kuchen backt ja. Ein richtig schöner. Coupatissier. Eine Riesenhochzeit braucht eine Riesentorte und die wird hier gebacken. Ein Meisterwerk wird das, jawohl. Oh. Kerl, was tust du denn da? Du selten verfreveltes Azubi. Stiefel gefälligst woanders rein. Nö. Ich mach's nochmal. Ey, das ist gerade doch nicht deine Anzeige. Das ist eigentlich der gleiche Azubi wie letztes Mal. Nächstes Mal bin ich ein anderer, oder? Der Bräutigam will eine Torte, die keiner sein Leben lang vergisst. Unsere leichteste Übung. Ja, dann viel Spaß mit eurer Torte. Ich habe sowieso noch andere Sachen vor. Und zwar die Hochzeit kaputt machen. Hey, wer da? Du siehst zwar aus wie dieser Mario, aber das Tor ist bombenfest verschlossen. Kann es also nicht sein, so. Mario würde es niemals schaffen, reinzukommen. Er ist so blöd dafür. Verzieh dich lieber von hier und deine Riesenschildkröte nimm schön mit, kapiert? Gut, mach dir Mario und hüpf raus hier. Nein. Ich bin Mario. Was? Willst du Ärger machen? Wie? Dann sag ich lieber rasch mal Bronze Bescheid. Hä, wie gefällt dir das, hä? Aber... wie geht nicht auf? Hey, hilf mir mal, die Tür aufzubrechen. Ich hüpfe, dann rennen wir gemeinsam los. Wie, dein Timing stimmt nicht. Okay, ich helfe ruhig mit. Bereit? Haha. Aua. Okay, los. Bam. Nee, hä? Wie denn? Einfach aufmachen? Tut mir leid, aber ich kann euch hier nicht durchlassen. Warum nicht? Okay. Warte. Hm? Nicht gleichzeitig rennen? Ah! Kumpel. Aua. Was hab ich denn falsch gemacht? Kann ich hier wieder raus? Jetzt bin ich wieder im Vordereingang, oder? Ja. Ah. Aufgemacht. Nett. Wie helfe ich ihm denn? Hä? Wie meinte er denn das? Boing? Prüfen. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Boing. Nee, hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Bam. Ich mach's doch, so wie er es wollte. Aber er will nicht. Aua. Hm? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aua. Hm? Boing. Hör, oh, jetzt hat es geklappt. Okay, keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Das war sehr extrem präzise. Ist irgendein Grund. Oh. Meister Bosco, Mario ist hier. Ihr Nullpen, könnt ihr nicht mal einen Raum normal betreten, anstatt hier wie bekloppt reinzustürmen? Schließ die Tür, schließ die Ballung schnell! Mario, bist du's? Mario, ich bin hier drin, bald, ich hol mich hier raus, Mann! Ja, erstmal speichern. So, bring, Level 9 außer Mello, egal, das kriegen wir schon hin. Okay, rein da! Alles nützt da gleichzeitig. Der Schnatzbart schafft's hier sicher nicht rein, nur der Schildkröterich, der könnte uns Ärger machen. Wo sie recht haben, haben sie recht, die Kanallen. Ich hab Pfeffer in den Armen und Paprika in den Fäusten. Das Türchen knack ich mit Leichtigkeit. Okay, warte. Eins, zwei, los! Okay, das hat geklappt.
Bong. Nein, Peach. Autsch, 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 da pass doch auf. Oh je. Yeah. Jetzt ist mir alles runtergefallen. Meine Schuhe, mein Ring, meine Brosche und sogar meine Krone. Meister Bosno. Moin. Boss, ich... Nicht stören, ich heirate, siehst du doch. Also dann, meine verehrte Braut, wird langsam ungeduldig. Fangen wir mit der Hochzeit an. Was ist denn das? Sehe ich da Wasser in deinen Augen? Du bist doch nicht undicht, mein Schatz. Das schmeckt ja ganz salzig. Meister Bosno, ich fürchte, eure Braut, naja, weint. Sie weint? Aber das machen Leute üblicherweise doch nur, wenn sie traurig sind. Bah, ist ja eklig. So salzig wie das ist, ätzt das Zeug bestimmt alles weg. Aber warum weint die Gute bloß? Ich nehme an, dass sie der Verlust ihrer Hochzeitsaccessoires traurig stimmt. Aber natürlich. Los, mach, dass sie aufhört, ihre Tränen nach die Torte ruinieren. Und Mario auftaucht oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber Mario ist doch schon längst... Meister Bosno, wir müssen die verlorenen Sachen der Braut finden. Das ist Essig mit der Trauung. Und die Hochzeitstorte ist auch noch nicht da. Verstanden, mein wilder Freund. Ihr so nach ihrem Zeug. Ich mache den Fall mit der Zeremonie weiter. Meister Bosno, ich soll auf der rechten Seite stehen. Die Braut steht immer links. Pff, mir auch klar. Wir wollten nur sehen, ob ihr auch aufpasst. So besser, so besser. Oh, die haben's. Meister Bosno, ich hab den Ring. Und hier ist die Brosche. Meister Bosno, die Schuhe, ich hab sie gefunden. Hey, Moment mal, fehlt da nicht noch was? Stimmt, und zwar die Krone. Oh je, man zündet schon die Kerzen an. Nicht mehr lange bis zur Trauung. Die Zeit drängt. Knöpf den Snipstern die Accessoires ab und renne und rette Prinzessin Peach aus der Klemme. Wenn du dich beeilst oder schnell schaffst, passiert vielleicht etwas Gutes. Okay, okay, los. Hey, 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 nein, nein. Aha, hier nimm die Krone. Was auch immer, ich lese das nicht vor. Aha. Und der letzte. Aha. Und er hat die Krone. Na, was gefunden? Sekunde mal, du bist ja nur der drei Teile. Eins von vier fehlt noch. Hä, wie? Wieso? Ich hab's doch schon abgenommen. Hä? Hier. Achso, draufspringen. Okay. Aha, die Krone. Ja, warte mal, du bist ja Mario. Bist du extra hergekommen, um meine schöne Hochzeit platzen zu lassen? Was? Mario! Endlich bist du hier! Wow! Oh nein! Was macht denn Bowser hier? Komplizierte Story, werteste. Ach, nicht so schlimm. Solange du in meiner Nähe bist, fühle ich mich sicher, Mario. Und jetzt ein Küsschen für meinen Retter. Ah, ist ja wieder typisch. Er kriegt den Kuss, ja, für das bisschen Retten. Mir habt ihr es zu verdanken, dass wir hier überhaupt reingekommen sind. Recht hat er, und mir ist recht. Ohne mich wärt ihr auch nicht alle hier. Los, gib Bosti einen Kuss. Dann seid doch bitte still. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo in mir der Kopf steht. Mario, dein Küsschen. Oh. Also. Fühlt sich irgendwie schmiergelig an. Du bist das? Hehe, das sah niedlich aus. Lass uns los, Mario. Reisen wir zurück zum Pilzpalast. Der Kronminister wartet schon auf uns. Okay. Okay, Bowser und der andere. Wir reden einfach nicht drüber, dass wir uns gerade geküsst haben. Es war zwar nur auf die Wange, aber... Also... Ich nehme alles an, was ich bekomme. Rupert ist hier. Er verzeihte die Spätung, der Herr. Aber dafür ist uns wohl die tollste Torte überhaupt gelungen. Unvergesslich. Ganz, wie sie bestellt hatten. Aber wo steckt denn das Brautpaar? Wo ist die Festgemeinde? Da verstecken sich noch Cooperlinge drin. Oh, oh, oh. Hallo? Keine Braut weit und breit. Ah, da ist sie ja. Ah, wir sind sofort. Aber wer wird sich dann unsere deliziösen Tortenkränze gütlich tun? Das könnt ihr einfach nicht machen. Wir haben die ganze Nacht dran geschuftet. Ihr Hohlpralinen!
Oh oh, die Köche wollen Stress. Halt, stopp! Wow. Sofort aufhören! Was haben die vor? Aua. Fondantor Copatissier. So, Bowser. Kannst ja erstmal den Furchteinflößer machen. Wirkungslos? Oh no. Okay, auf das Fondantor. Erstmal die Feuerblume spam. Wirkungslos? What? Okay, ich analysiere mal den Kuchen. Kann irgendwas nicht stimmen. Sprung muss ich machen. Alles gut, ist im Anlass. Halt, stopp! Wieso kann der Kuchen... Der Kuchen hat sich gerade gedreht. Der Kuchen lebt. Da! Er hat ein Auge. Er hat ein Gesicht. Das macht gar keinen Damage. Wir machen absolut gar keinen Damage. Aber auf dem Kuchen machen wir Damage. Haha, der Kuchen lebt. Er ist hier. Unser Gegner, nicht die Köche. Das ist kein Google-Hüpf. Hupf nicht rum. Hupf nicht rum, sondern googelt gefälligst fort. Okay. Halt, stopp. Sofort aufhören. Wieso dreht er sich immer? Was hat für ein Problem? Nam, nam, nam. Bam, bam. Dam, 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 dam. Ah, ich hab vergessen, dass ich die alte Item hab. Das ist ein interessanter Bosskampf auf jeden Fall. Aber es kann doch nicht schon der nächste Stern sein hier hinter, oder? Vermutlich nicht. Ah, schade. Oh. Hey, schau mal. Schubbel, schubbel, schubbel. Autsch, aua, was ist denn, du Kretin? Oh, die Torte bewegt sich, Mann. Hä? Papalapap. Steht wie steife Sahne. Weiterkämpfen, los. Aber... Ich hätte aber schwören können. Ich zeig dir, wie die sich bewegt. Ey! Bro! Fummel, fummel, fummel. Aua! Autsch! Was denn nun? Die Torte wird sich doch! Du hast wohl zu viel am Puderzucker geschnuppert. Warum sollte ich denn lügen? Weil du Sahnetüpfchen auf den Augen hast. Darum. Guck, bewegt sich nicht. Da. Was soll das sich überhaupt hinbewegen, hä? Oh. Ah! Du bewegst dich ja. Rette dich, man kann. Ach, jetzt habe ich plötzlich recht. Wie? Hm? Oh Gott. Was ist in der Torte? 5. Treffe A an, um die Kerzen zu löschen. Okay. Kerzen löschen. Boah, wie schnell. Alles klar, verstanden. Bam. Bam, bam. Okay, 2 Kerzen schon mal weg. Einfach immer weiter kämpfen, würde ich sagen. Was? Wie schnell? Schneesturm? Wow. Ah, Mario aber daneben zum Glück. Ich glaube, Bowser finde ich bisher am coolsten als Teammitglied, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde einfach cool. Auch vom Design her und vom Aufbau her, wie er kämpft. Was sagt ihr? Ich weiß auch nicht. Ich finde das einfach so. Wir haben ja auch noch nicht so lange. Vielleicht auch deswegen. Oh! Den oberen Teil des Kuchens haben wir weggemacht, aber jetzt haben wir den Himbeerich. Wer bist du denn? Der untere Teil, der lebt. Der Himbeerich da. Alles Gute für dich. Wow. Das war aber nicht gut. Das hat wehgetan. Nam, 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 nam. Ja, bist du ready für den Clown-Kutschen-Knaller? Ich hoffe, das bist du. Aber sind wir irgendwo draußen? Egal, sieht trotzdem cool aus. Nice, 300 Damage. Kann man sehen. Kannst du dich heilen? HP-Regen auf dich selbst? Ja, kann er. Nice. Sandsturm. Und die beiden haben Angst. Nom.
Was kann denn Mario jetzt nicht? Ich weiß gerade nicht genau, was das mit der Angst macht. Aber ist sowieso schon wieder weg. Hey, pardon, aber kurze Pause, ja? Hä? Das ist Meister Bursts Hochzeitstorte. Er wird garantiert ausreißen, wenn einer davon nascht. Hä? Hey, normal! Wo ist denn nun meine Torte, hä? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr auf etwas Tortenähnlichem steht. Ha? Ach, das soll die Torte sein? Na dann, bleibt noch eine Sache zu klären. Wie verspachtelt man so ein Ding? Ich bin dafür, dass wir es kochen. Nummer 2, was hältst du davon? Das gibt doch eine Riesenschweinerei. Wieso schluckt ihr die Torte nicht einfach runter? Wie, in einem Stück? Leichter gesagt als getan. Kommt schon, Meister. Das schafft ihr. Mut auf, Augen zu. Na gut. Haha, kein Erwartungsgrund. Auweia, auweia. Dieses Rampenfieber, Hals- und Bartbruch. Und hip. Halt, stopp! Hast dich da gerade bewegt? Konzentration, Meister. Ist wohl nicht wohl bei der Sache. Köstlich! Was ist das? Spüre ich da gerade eine Gefühlsregung? Ja, ja, die Gaumenfreude! Mir kommen die Tränen! Glückwunsch, Meister! Die Hochzeit ist nun offiziell vorbei! Ich danke euch allen! Dann war es das wohl. Verschwinden wir hier! Hat gerade die lebendige Torte gefressen? Okay. Wir haben den Kampf gewonnen. Cool. Und Level Plus für Merlo, endlich. Jetzt alle erstmal tanzen, denn die Hochzeit ist endlich vorbei. Wow. Mama mia. Das war wirklich tapfer von dir, Mario. Mein unbeugsamer Held. Juhu. Also gut, brechen wir auf, ja? Aber ist zu fassen? Beinahe hätte ich dieses borstige Scheusal heiraten müssen. Doch eines Tages, irgendwann, finde ich sicher den richtigen. Mama mia. Peach, die Prinzessin des Pilzkönigreichs, hat sich der Gruppe angeschlossen. Geleite sie sicher nach Hause. Damit haben wir jetzt alle Teammitglieder. Let's go. Oh yeah. Allerdings fehlen mir noch zwei Sachen, die ich noch nachholen muss, die ich ganz schön noch zeigen möchte. Deshalb speichere ich eben auf einem anderen Safe. Ist eigentlich egal welcher. So, zack. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar gibt es hier noch eine Line, wenn man mit Bowser, neu im Team, hier zu seinem Schloss zurückkommt. Eine Frechheit, dieses schäbige Stück Schrott einfach so in meine schöne Festung zu rammen. Aber so lasse ich nicht mit mir umspringen. Ich werde meinen geliebten Hort zurückerobern. Darauf könnt ihr wetten. Mir nachschergen! Okay. Bist zwar nur eine halbe Portion, aber du darfst mir gerne helfen. Sollst dich ja nicht komplett unnütz fühlen. Achso, jetzt kommt wieder das. Genau, was man ja nämlich auch noch machen kann, ist... abwarten, bis alle Lichter angehen und erst dann diese Cutscene abspielen lassen. Weil, soweit ich weiß, passiert etwas anderes. Ich glaube, hier gibt es verschiedene Cutscenes, also mehr als nur zwei, aber ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ich glaube, ich war vorhin schnell genug. Ich glaube schon, dass ich vorhin das schnelle Ending gemacht habe. Ja. Machen wir auf jeden Fall jetzt mal langsam. Weil ich will wissen, welche Cutscene dann spielt. Falls danach noch irgendwelche Cutscenes spielen sollten, dann werde ich sie euch noch einblenden. Im Nachhinein, aber ich glaube nicht, dass danach noch irgendwas kommt. So, jetzt suchen die nach den Dingern. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt angehe. Ich glaube, ich warte einfach, bis ich die anspreche. Oder ich spreche einfach gar nicht an. Nur ich hätte ja jetzt, genau, Zeit und alles. Wir warten einfach ab. Da, eins. Wo war denn das Feuer vorhin? Ah ne, wir hatten auf jeden Fall genug Zeit. Schau mal, wie langsam das angeht. Man muss ja nur mit den drei Sniffels reden und auf seinen Kopf springen, mehr nicht. Also, da hatten wir auf jeden Fall... Ich gehe mal davon aus, dass wir das schnelle Ending hatten. So, wie viele Katzen sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
So, und vorbei. Was passiert jetzt? Ist das jetzt egal oder muss ich jetzt nochmal mit denen reden? Nee, scheint so, als müsste ich jetzt trotzdem noch mit denen reden. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt. Ich rede mal mit ihm, ob der noch irgendwas sagt. Ah, jetzt habe ich schon ausgesehen. Herr Mario, du bist es! Bist du jetzt hergekommen, um meine schöne Hochzeit platzen zu lassen, was? Mario! Endlich bist du hier! Miau, Bowser! Oh nein, was macht Bowser hier? War nicht so schlimm, er ist ein Küsschen von meinen Helden. Er kriegt den Kurs überhaupt nicht fair. Genau. So, sei doch bitte still. Jetzt gibt es erstmal ein Küsschen. So, lass mal sehen. Nee, was? Okay, hab jetzt nachgeschaut. Es gibt hier tatsächlich 4 Cutscenes. Die wir gerade gesehen haben, ist die, die man am einfachsten bekommt. Und zwar so gut wie, nicht alle, aber so gut wie alle Kerzen leuchten lassen. Je schneller man ist, desto anders ist die Cutscene, kann man sagen. Ich versuch's mal mein allerbestes. Und los. So, 1, 2. Schnell, 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 schnell. Der noch, der noch, der noch. 3, 4. Und das war's. So, wenn ihr 2 oder 3 oder so Kerzen nur habt und mehr nicht, dann passiert was anderes. Mario! Endlich bist du hier! Und Bowser! Ja, ganz gruselig. Oh nein, was macht Bowser hier? So, solange du hier bist, gibt's erstmal einen Kuss. Ah, er kriegt einen Kuss? Das ist unfair. Ja, wir wollen auch einen. So. Los, Küsschen. Ein Kuss, wenn man so schnell wie möglich ist. Von Peach. Fühlt sich irgendwie schmirgelig an. Du bist das? Ich hab grad Bowser geküsst. Niedlich. Los, Mario, zeig uns doch. Reisen wir zurück zum Pilzpalast. Der Kronminister wartet schon auf uns. Okay. Genau. Aber die anderen beiden möchte ich euch auch noch nicht vorenthalten. Okay, also welche Cutscene abgespielt wird, hängt auch noch davon ab, in welcher Reihe sich die Kerzen gerade befinden. Es gibt ja hier 4 Reihen an Kerzen. Ganz links die Reihe nur an, gibt es die Peach-Cutscene. Wenn die 4. Reihe, also somit auch alle an sind, dann gibt es die Cutscene, wo Mario von Bowser und Bowser geküsst werden. So, wenn die 2. Reihe an ist, gibt es eine Cutscene. Und wenn die 3. Reihe an ist, gibt es eine Cutscene. Also, die beiden versuche ich jetzt noch zu bekommen, bevor wir das Spiel weitermachen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Am besten achte ich jetzt auf den Sound. So, 1, 2. So, bei 3 und 4, da könnt ihr mit dem reden. Jetzt gibt es nämlich eine andere Cutscene. So, ich bin ziemlich sicher, dass es jetzt eine andere Cutscene gibt. So, vorlesen brauche ich nichts. Es ändert sich erst nach der Kussszene ein bisschen was, aber auch nicht viel. Und nein, das bringt ja auch nichts alles zusammen oder so. Ich zeige euch das nur, weil ich es lustig finde. Und ja, man hat gar keinen Vorteil oder Nachteil oder sonst was. Es ändert sich wirklich nur kurz diese eine Szene hier. Mehr nicht. So, jetzt erstmal Küsschen von Peach. Doch nicht, sondern von Bowser? Ich meine. Von nun an sind Peach und ich also Verbündete? Mann, wenn das nicht hier. Warte mal, du bist das! So. Und zu guter Letzt noch die letzte Cutscene. Jetzt wurden wir von Peach geküsst, von Bowser geküsst und von Bowser und Bowser geküsst. Ich glaube also, was jetzt noch die andere Cutscene ist, die uns noch fehlt. Ich glaube, das ist offensichtlich. Trotzdem. Ja, bin ich dann gespannt, wie das dann aussehen wird. Hey, auf uns zu springen. Was denkst du, wer du bist? So, kurz Kerzen anschauen. So, das ist die 2. Reihe. Jetzt kommt die 3. Reihe. Ja? Ja, jetzt reden. So, und jetzt kommt die Cutscene. So, bist du extra hierher gekommen. Wie der schon guckt. So. Wie so eine Puppe sieht da immer aus. Keine Sorge, wir machen gleich noch ein bisschen von der Story auch noch weiter. Bisschen wollen wir auch noch weiterkommen. Nicht nur diese Szene hier anschauen. Auch wenn sie lustig ist. So, danke Peach für deinen Kuss.
Na, aber meins. Borster küsst uns. Ich merke erst, dass seine Brille kleiner ist als seine Augen. Ah, diesen Moment werde ich mich an mein Leben lang erinnern. Du bist das? Bowser weint einfach. Oh. Moin. So, aber jetzt soll es auch wirklich weitergehen in diesem Spiel. Mario! Der fiese Typ ist abgehauen. Heißt es etwa, wir können jetzt endlich mit unseren Hochzeiten anfangen? Oh yeah. Ach, Raps, ich bin ja so glücklich. Lass uns schnell heiraten, damit wir uns aufs Zimmer zurückziehen und unsere Flitterwochen planen können. Oh ja. Dann wollen wir mal. Okay, Mario? Okay. Alle Meier gehört, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Zurück in den Trausaal, wenn ich bitten darf. Trausaal? Ich dachte, er wollte dich freuen. Kein? Danke? Nix? Okay, dann nicht. Dann gehen wir jetzt zum Minister. Da. Oh, was geht denn hier ab? Ich will Skifahren! Wann können wir Skifahren? Was geht denn hier ab, hä? Ich bin der beste Fotograf weit und breit. Ach so. Yay, Schatzi, bleib schon mal in der Nähe. Wie du spazierst, ist weg. Ich will hier stehen bleiben. Oh, das geht wirklich. Okay, der ist zusammen. Okay, weiter auseinander. Hey, du da hinten. Wo ist das Lächeln, Kumpane? Gute Laune zu Hause gelassen? Ah. Schon besser. Dann bitte recht freundlich. Yay, yeah, ich war auf dem Foto mit dabei, obwohl ich nichts mit der Familie zu tun habe. Yay. Yeah. Noch ein Foto? Nee. Aber immerhin. Ist jetzt Mario Teil der Familie? Warum auch immer jetzt gerade die Cutscene kam. Ah. So schnell sind wir also schon wieder hier. Schon wieder hier. Ui, du wieder. Schön, dich zu sehen. Schau mal, das wir waren im Geldbeutel, den ihr mir wiedergebracht hattet. Gehört sicher euch, oder? Oh, danke für die Münze. Das von dir. Mario! Willkommen zurück! Und ganz ohne Blessuren, wie es aussieht. Prinzessin! Eure Hoheit! Endlich wieder daheim. Zusammen mit Mario. Und wunderbaren neuen Freunden. Sie haben mir das Leben gerettet. Und du brauchst einen Freund? Trink Spitze! Dann nix wie auf zum Kronminister! Geht ruhig schon vor. Wir kommen nach. Wir sollten den Kronminister nicht warten lassen. Ja, let's go, würde ich sagen, oder? Bam, bada, bam, 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 bam. Kronminister! Die Prinzessin! Sie ist wieder da! Welch ein Glück, all die Aufregung, der reinste Albtraum. Meine armen Nerven. Verzeiht, dass ich alle Sorgen bereitet habe, aber mir geht's gut. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Mit ein klein wenig Unterstützung von Mario vielleicht. Okay, let's go. Wundervoll, dann lass uns auf zum Eingang, wo es hier doch so schrecklich zieht. Also weg vom Eingang, okay. Du weißt hoffentlich, wie überaus dankbar ich mir alle sind, Mario. Aber eine Sache muss ich dir verraten. Musst du mir noch verraten. Woher dein Zusammenstoß mit Bowser? Zusammen was? Mit wem? Wovon redet ihr, Prinzessin? Die waren mal in der Tasche. Oh, schönen Tag. Welch imposante Verkleidung sie da. Warte mal, einen Moment. Sie da. Tut mir nichts! Kronminister, liebe Toads, bitte beruhigt euch! Mario ist hier und schaut, dass euch nichts geschieht! Wenn ihr das sagt... Bowser, vielleicht solltest du uns einfach erzählen, was dich an Marios Seite gebracht hat? Und einmal meintest du doch auch, du hättest Wichtigeres zu tun? Was sollte das heißen? Bloß nicht die Wahrheit sagen. Wenn die es nicht kommt, bin ich geliefert. Mhm. Kopf hoch. Herr Minister, darf ich die Wahrheit jetzt schildern? Die anderen können meine Erzählungen ja gerne ergänzen und so. Ja. Erstmal hat ein Riesenkrach alle durch das ganze Reich katapultiert. Prinzessin und Bowser und Mario flogen alle in total unterschiedliche Richtungen. Und der Grund dafür war das ganz Großes, was genau auf Bowsers Festung runterflog. Erst krachte es durch die Sternstraße. Und dann... Kavumm! Mario guckt. Rumste es mitten in Bowsers Festung rein. Und raten Sie mal, was es war. Ein riesengroßes Schwert, größer als ein Haus. Und nun ist Bowsers Festung voller böser Monster, die einem Fiesling namens Schmiedrich dienen.
Und mich lassen sie nicht mehr... ich urlaube jetzt, meine ich. Genau, ich urlaube und überlege mir dabei, wie ich diese Blechköpfe am grausamsten aus meiner Festung vertreibe. Und wen traf ich da urplötzlich? Mario! Und er bettelte mich förmlich an, Bowsers Schergen beitreten zu dürfen. War ein trauriges Schauspiel, ganz ehrlich. Hatte gar keine andere Wahl, als ihn zu meinem Handlanger zu machen. Das stimmt gar nicht. Verstehe. Ist schon gut, Mario. Wir können uns denken, dass es Bowser mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Okay, gut. Und du, Merlo? Sag, aus welchem Grund hast du dich Mario angeschlossen? Na, ich will herausfinden, wo ich herkomme und wer meine wahren Eltern sind. Und Mario hilft mir. Genau deswegen sind wir jetzt gemeinsam auf Reisen und erleben tolle Abenteuer. Wie bitte? Du musst deine Eltern suchen? Aber es klingt ja furchtbar. Ganz schrecklich, grauenhaft. Peach ohne Eltern? Jetzt zumindest in diesem Spiel. Ich hoffe, du findest deine Familie recht bald. Und du, Gino war dein Name, richtig? Wieso bist du mit Mario? Die Sternstraße, meine Heimat, wurde zerstört und ich bin hinab in diese Welt gekommen, um sie wiederherzustellen. Mario ist mir dabei behilflich, die für ihre Wiederherrschaffung benötigten Sternstücke zu finden. Sternstücke? Ja, ganz genau, die Sternstraße hat die Macht, allen auf dieser Welt ihre Wünsche zu erfüllen. Und solange wir nicht alle Sternstücke erfunden und die Sternstraße repariert haben, werden keine Wünsche mehr wahr. Weder meine Wünsche, noch die von ihnen, noch die von irgendwem auf dieser Welt. Was? Aber das klingt ja furchtbar. Ganz schrecklich. Vielleicht sogar grauenhaft? Was? In der Tat, nehmen wir nur einmal an, Bowser würde euch entführen. Ohne die Sternstraße wäre eure Rettung so gut wie undenkbar. Hä? Warte mal! Kriegt doch erst rein die Sache! Ich sage, wir vergessen diese Ständige einfach. Wer macht mit? In dem Falle, Bowser, müsstest du deine ach so geliebte Festung ebenso vergessen. Für immer. Bumm. Wie mein... Nochmal ganz langsam. Wenn Mario die Sterndinger nicht findet, dann gehört Peach mir. So weit zur Klasse. Aber ohne die Sterne kriege ich meine schöne Festung nicht zurück und kann Peach nicht mehr standesgemäß entführen. Und das ist schlecht. Ich meine, ja, Kamek könnte mir eine neue Festung zaubern. Aber mein ganzes Geld liegt doch in der Festung. Ich kann ja so gar nicht bezahlen. Daraus folgt logischerweise. Lassen wir ihn einfach, in der Welt ohne Wünsche zu leben. Ein furchtbarer Gedanke. Wir müssen los und die Sternstücke finden, und zwar unverzüglich. Aber eure Hoheit, ihr wollt euch ihnen anschließen? Das kann doch unmöglich euer Ernst sein. Es wäre blanker Wahnsinn, Hoheit. Ihr seid eine Prinzessin. Was sollen denn die Leute denken? Das ist mir gleich, so hoffnungslos wie die Lage momentan ist. Ich bin müde. Ich will mich ein Weilchen in meinem Gemach ausruhen. Gute Nacht. Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise. Mario, Merlo, Gino. Ja, und auch dir, Bowser. Ups, sorry. Alles klar, Peach. Gute Nacht. Ich hoffe, sie setzt noch eine Nacht ein Like da. Nun denn. Dank Mario wollte die Prinzessin nur wieder in Sicherheit. Daher soll dieser Tag von nun an bekannt sein als... Oh, Moment mal. Könnte es vielleicht sein, dass... Könnte hinter dem Angriff unserer... Königreich womöglich dieser Schmiedri stecken, den ihr erwähntet? Dann scheint es zum Jubeln noch etwas zu früh. Mario, dürften wir dich um einen weiteren Gefallen bitten? Oh, bitte, weise Schmiedri in deine Schranken. Nur so können wir alle wieder in Ruhe und Frieden leben. Prinzessin Peach weilt endlich wieder bei Hofe. Und es scheint, dort will sie vorerst bleiben. Kann man wohl nichts machen.